Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio, zu unserem heutigen Interview. Diesmal geht es um eine interessante Plattform, nämlich Froni Black Wiki, deren Gründer, der Martin Heidingsfelder, der ist gerade bei uns in der Leitung und den wollen wir mal dazu interviewen. Er hat auch wieder was entdeckt, nämlich eine Doktorarbeit von unserer Frau Dr. von der Leyen. Offenbar ist unsere Uschi eine Schummel-Uschi. Könnte zumindest sein, wir können es nicht ganz ausschließen. Jetzt erstmal herzlich willkommen und schönen guten Tag, Herr Heidingsfelder. Danke für die Zeit. Ja, schönen guten Tag. So. Kleine Korrektur gleich zu Beginn. Die Frau von der Leyen habe nicht ich entdeckt, sondern das hat einer der Mitarbeiter der Froni Black Wiki Plattform entdeckt. Ein Wiki, da kann jeder teilnehmen. Das ist die Plattform, die ich gegründet habe, aber es hat jemand anders nicht, ich persönlich entdeckt. Gut, vielleicht könnten Sie mal kurz sich und Ihre Plattform vorstellen. Ich hatte vorhin schon gefragt, Sie leben davon, Leute zu entdoktern. Das bezieht sich aber nicht nur auf Parlamentarier, sondern querbeet. Genau. Die Plattform Froni Black Wiki, die übrigens auch nicht meine Plattform ist, da gibt es keinen Eigentümer, die hat inzwischen über 160 Arbeiten untersucht und Plagiate bei denen nachgewiesen. Und Froni Black Wiki ist es völlig egal, ob derjenige Politiker, Manager, Rechtsanwalt oder Arzt ist. Das ist völlig egal. Und es ist so, dass man dort auf erste Hinweise, die man in einem Analyseraum dokumentiert, wenn ausreichend Plagiate da sind, dass man meint, der Titel müsste aberkannt werden, dass man dann die Arbeit veröffentlicht und die dann öffentlich auch zur Diskussion stellt. Das ist allerdings, um das auch in der Vorstellung vielleicht etwas deutlich zu machen, im Wissensschwarzbereich üblich, dass man seine Arbeit und seine Forschungsergebnisse öffentlich diskutieren lässt. Gut. Was war denn nun genau der Anlass für die Überprüfung der Doktorarbeit von Frau Dr. von der Leyen? Das weiß ich nur aus den Medien von der Person, der die Arbeit sozusagen gefunden hat oder die Plagiate, die ersten gefunden hat, dass ihn das generell interessiert hat, was unsere führenden Politiker so machen und er systematisch alle führenden Politiker untersucht hat. Gut. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Ja, naja, ich meine, wie ging sie weiter? Die wurde dann eben gemeinschaftlich im Froni Black Wiki bearbeitet und dann wurden halt mehr und mehr Plagiate gefunden. Am Ende hat ja die Universität selbst zugeben müssen, dass die Arbeit 32 Plagiate enthält. Und bei einigen Fällen haben sie es anders beurteilt. Allerdings war die Begründung dann etwas unglaubwürdig, weil sie sagten, da läge keine Absicht vor. Das ist im Wissenschaftsbereich absolut unüblich, weil es bedarf keinerlei Vorsatzes. Auch wenn man sich die Dinge mit dem Vorsatz genau anschaut, ist es so, dass man also bei der Vielzahl dieser Dinge wohl nicht davon ausgehen kann, dass es nur versehentlich gemacht hat. Ja. Ich meine, das war der Überprüfungsausschuss der Medizinischen Hochschule Hannover und dessen Entscheidung ist schon aus dem einen Grund sehr merkwürdig, weil man bei jeder Dissertation, auch bei jeder Diplomarbeit, durch die Unterschrift auf einer gesonderten Erklärung sich verpflichten muss oder verpflichtend bestätigen muss, dass alle ungekennzeichneten Textstellen ausschließlich von einem selbst stammen. Und alles, was nicht vom Autor stammt, muss als Fußnote gekennzeichnet werden. Und das hat Frau von der Leyen mit Sicherheit auch unterzeichnet. Deswegen stellt sich die Frage, bewegt sie sich da nicht aus ihrer Sicht sogar schon nahe am strafbaren Bereich? Nach so langer Zeit wäre es wohl verjährt. Also die Geschichte, was das Strafrecht betrifft, also da braucht man auch gar nicht sozusagen die Ermittlungen aufnehmen. Was allerdings viel wichtiger ist, ist, dass jeder Offizier, dem ein Plagiat in der Truppe nachgewiesen wird, wenn er promoviert bzw. studiert, unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wird. Das hat auch einen Grund. Sie müssen sich insbesondere auf die Quellen in Krisensituationen
Situationen, insbesondere im Krieg, müssen sie sich verlassen können. Wenn sie sagen, das ist von mir, dabei haben sie die Information von irgendeinem Kurier oder sonst was, ne? Also dann könnte es zu kapitalen Fehlentscheidungen kommen. Und da steht ja immerhin dann das Leben vieler Soldaten und der Bevölkerung auf dem Spiel. Von daher ist es auch richtig, dass man in so einer Kommando- und Befehlsstruktur ganz klare Regeln hat. Und die Regeln sind einfach, dass man, wenn man plagiiert, auch die Truppe zu verlassen hat. Von daher halte ich an meiner Forderung, dass Frau von der Leyen das Verteidigungsministerium zu räumen hat, selbstverständlich fest. Also ich habe mir die Seite Phoniplack mal angesehen. Da gibt es so unglaublich viele Plagiatsfälle, die da aufgelistet sind. Namen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, aber immer wieder auch Landes- und Bundesparlamentarier. Wie viele Plagiatsfälle aus dem Parlament konnte man denn bisher in etwa aufdecken? Also die interessanten Fälle sind eigentlich die unbekannten Fälle. Also die zum Beispiel auch nicht nur auf dieser Plattform sind. Zum Beispiel gibt es eine Seite, die habe ich kürzlich erst angeschaut, wo der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, ein Dr. Fabricius, der auch im Bundestag sitzt und Nachfolger von Erika Steinbach ist, dort werden auch Plagiate auf einer Webseite nachgewiesen. Da ist nichts passiert. Genauso ist es auch dokumentiert übrigens bei PhoniplagWiki, Herrn Steinmeier nichts passiert. Also interessant, oder Herrn Lammert ist nichts passiert. Interessant sind die Fälle, wo eigentlich nichts passiert ist. Und das ist meines Erachtens der Trend. Man versucht zu verharmlosen, dass die Parteien ihren Politiknachwuchs oder einflussreiche Leute ihren buckligen Nachwuchs eben noch schnell einen Doktortitel haben machen lassen. Und von daher muss man das sehr interessiert weiter beobachten, wie sich die Wissenschaft zu der Problematik Wissenschaftsbetrug in Deutschland stellt, weil aus meiner Sicht wird dadurch der Wissenschaftsstandort, aber auch der Wirtschaftsstandort gefährdet. Stellen Sie sich vor, dieser Wissenschaftsbetrug macht genauso Schule und wird genauso unter den Teppich gekehrt, wie zum Beispiel Betrügereien in der Automobilindustrie, wir haben den Fall VW und so weiter. Wenn da nicht konsequent durchgegriffen wird und von Anfang an, schädigen wir uns nur selbst. Sie haben es schon gesagt, das wäre eine Frage von mir gewesen, ob Sie Plagiierung für Betrug halten. Sie tun's. Jetzt stellt sich die Frage bei den vielen Plagiaten in der Reihe, sagen wir mal, unserer Politiker, könnte es sein, dass sich da gerade unsaubere Charaktere von der Politik angezogen fühlen und dass deshalb so viele Plakate ausgerechnet im Bundestag zu finden sind? Ich gehe davon aus, dass es einen sehr hohen Anreiz hat, in die Politik zu gehen, weil nicht nur der Einfluss da ist, also es ist keine altruistische Veranstaltung, die Bezahlung im Politikbereich, denken Sie an Frau Koch-Marin, die sicherlich jetzt bis ans Lebensende eine fünfstellige Summe ohne irgendeine Tätigkeit erhält, weil sie mal Politikerin war. Sie hat auch ihren Doktortitel abgeben müssen. Die Intention, in den Politikbereich reinzugehen, sind natürlich aufgrund der hohen Bezahlung groß und dementsprechend wird dort auch mit Ellbogen, mit unsauberen Mitteln gearbeitet, um nach vorne zu kommen. Dazu zählt dann eben vielleicht auch, dass man sich am Beginn seiner Karriere mit kleinen Unlauterbarkeiten, sage ich mal, sozusagen durchgesetzt hat und seinen Doktortitel erworben hat. Also im Grunde der Beschiss aus der Poolposition heraus. Nun war ja aber klar, irgendwo nach der bisherigen Moorhuhnjagd auf, sagen wir mal, betrügerische Parlamentarier, dass was passieren würde. Und irgendwo leuchtet es ein, man kann nun mal nicht verhindern, dass Plagiate als solche enttarnt werden, aber dann kann man immerhin verhindern, dass einem deshalb die Doktorwürde aberkannt wird. Was denken Sie dazu und was würde dies für Ihre zukünftige Arbeit auf diesem Gebiet bedeuten? Für die Arbeit ist es relativ egal. Erstens lassen bei mir auch Studenten und Absolventen vorher durchaus ihre Arbeit mal überprüfen, lektorieren,
Das wird zwar nicht von mir lektoriert, aber ähnlich wie beim Lektorat kann man auch eine Arbeit auf Plagiate vor der Abgabe hinzufügen. Das ist das eine. Zum anderen ist die Wissenschaft verpflichtet, Qualitätskontrollen in diesem Bereich immer durchzuführen. Ob der Doktortitel aberkannt wird oder nicht, klar könnte das die Attraktivität meines Geschäfts in irgendeiner Form beeinflussen, sehe ich aber letztendlich nicht, weil es eben internationaler Standard ist, Doktortitel, die veröffentlichte Arbeiten sind, dementsprechend aus dem Verkehr zu ziehen, die Doktorarbeiten, wenn sie Plagiate enthalten, um den Doktortitel abzuerkennen. Das ist eigentlich international so üblich. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass Deutschland hier auch keinen Alleingang machen wird und sagen wird, es gibt eine Amnestie für alle alten Arbeiten und so weiter. Also soweit, glaube ich, ist die Moral in Deutschland dann doch noch nicht gesunken. Schön. Herr Heidingsfelder, wir kommen zum Schluss unseres Interviews. Ich würde Ihnen gerne noch ein Schlusswort erteilen. Vielleicht habe ich was nicht gefragt, was Sie gerne noch gesagt hätten. Also ich möchte eigentlich nur allen Wissenschaftlern raten, zusammenzustehen und auch gegen Wissenschaftsbetrug öffentlich sich zu bekennen und bei den eigenen Arbeiten möglichst große Sorgfalt an den Tag zu legen, damit eben es sich nicht einschleift, dass man vergisst oder übersieht, Quellen zu nennen, dass man sehr sorgfältig arbeitet. Und ich wünsche der Wissenschaft, der deutschen Wissenschaft insbesondere, alles Gute für die Zukunft. Herr Heidingsfelder, ich danke Ihnen vielmals.